Weil jetzt wird alles zerlegt. Halt, Hühnchen, komm mit, komm mit, komm. Nein, nein, komm schon, lauf weiter, bitte, bitte, ich hab, es tut mir leid. Bitte, lauf, nein, nicht wegdrehen von mir. Hier bin ich. Soll ich töten? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zu Beast Factor. Heute, beziehungsweise in dieser Folge wieder nur mit wenigen Frames. Ich weiß nicht, was die X-Story gerade macht. Ich sehe eigentlich 30 Frames, aber ihr habt ja bloß immer so 15, 14. Und jetzt hören wir uns mal den TT rein. Der hat gerade Hi geschrieben, ist gerade gejoint. Wartet mal. Oh Gott, ich weiß den Namen nicht mehr. Der hat seinen Namen geändert, der Arsch. Ja, ah, ja, okay. Hä, wieso ist der? Der ist offline. Ah. Du musst online gehen, du Spacko. Meine Güte, ey. So, jetzt eingehender Anruf und da ist er. Bin nur auf offline gestellt. Ja, ja. Ganz sicher. Hallo. Gut, Moment. Mach dann noch meine Aufnahme an oder wie lange geht deine noch? Weiß nicht, ich hab grad eine neue Folge gestartet. Gut, dann mache ich das auch mal. Ja. Und. So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Beast Factor. Ja, wieder was Geiles und zwar der Tino ist jetzt wieder dabei. Er hat sein MC repariert. Ja! Endlich. Endlich kann ich wieder mitspielen. Hat sich ja ein bisschen was verändert, so ein klein wenig. Ist dazugekommen. Und ich hänge jetzt auch noch so ein bisschen hinterher. Aber die neueren im Projekt, die haben wir auch noch nicht so viel mehr jetzt. Und da wird es leichter sein, das aufzuholen, sag mal. Zudem für die Leute, die es interessiert. Ich habe jetzt gerade vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Ach ja, ich habe ungefähr eine 10-Minuten-Folge gemacht mit OBS und ich habe auch schon wieder ein bisschen was da eingestellt, so dass es eigentlich laufen sollte, hat es nicht gemacht. Die Aufnahme ist ruckelig wie die Katze, ihr habt Standbilder bis zum geht nicht mehr. Ja, bei mir auch gerade, wie gesagt, also meinen Zuschauern habe ich schon gesagt, irgendwie spinnt die X-Story, ich sehe 30 Frames, aber die Aufnahmedatei hat irgendwie nur 14 oder sowas, keine Ahnung. Aber ich nehme es jetzt trotzdem, weil ich habe schon die Aufnahme neu gestartet. Keine Ahnung, was da los ist. Naja. Muss man mal alle nichts wissen. So, ich habe mich nämlich jetzt dran gemacht. Und ihr werdet ja, ihr seht ja schon, das wird jetzt richtig schönes Ding. Und Tino, ich weiß ja nicht, du weißt ja schon, dass der AE-Mod jetzt inzwischen drauf ist, ne? Ja, ja. Sag den anderen mal bitte nicht, ich will den erst Samstag sagen, dass er drauf ist. Mal gucken, wie sie überlegen, wie sie da reagieren, dass er eigentlich schon seit einer Woche drauf ist. Jo, mal gucken. Machen wir. So. Ach, dieses Mining, das habe ich auch vermisst. Naja, muss ja. So ganz ohne Cheats und so, ne? Ja. Naja, so an sich. So, Laser. Minecraft echt schon lange nicht mehr gespielt. Naja. Aber jetzt geht's ja wieder. Lava, Lava. Ach, die habe ich auch vermisst. Hier, friss. Strick. Oh Gott. Nein. Oh, jetzt macht ihr die Rezepte auf. So, ich hoffe, hier ist jetzt keine Lava. Aber den Dia will ich hier. Friss, Strick. Nee, warte, was haben wir noch mit, was wir wegwerfen können? Ach, Juju Matter. Unwichtig. Ah, Dirt. Bitte sehr. Vielen Dank. Wieso kann ich die... Achso, den Strick habe ich natürlich wieder eingesammelt. Ich bin sehr schlau. Achso, Leute, für die im Hintergrund, ich habe ab sofort keine Musik mehr so an. Ich nehme die jetzt nämlich von Soundsteps. Ihr müsst einfach die Musik in der Beschreibung haben. Und eben hauptsächlich sagen, welches Lied das ist. Und dann, also so wollte ich zumindest machen. So, weiß nicht, aber man merkt's auch, denke ich, mein Internet hat sich verbessert. Also ich ruckel überhaupt nicht mehr, finde ich richtig gut, weil ich jetzt das Ganze über PowerLAN betreibe. Weißt du, was das ist? Nope. Das ist, da
hast halt so zwei Adapter, die steckst in die Steckdosen, einen an den Router dran und dann nutzt das halt das im Haus vorhandene Stromgekable, um da halt die Daten lang zu schicken. Ist also quasi eine LAN-Leitung durch die Wand. Finde ich richtig gut. Und es funktioniert auch richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Wer kein LAN-Kabel durchs Haus legen will, ist natürlich immer noch die schnellste Alternative, aber da geht es wirklich um vielleicht 500 Mbit Download oder sowas. Nee, Mbit. Warte mal, wie viel? Keine Ahnung. Warte mal. So, ich brauche jetzt noch 5 Diamanten. Nee, Kilobit. 500 Kilobit? Ja, 500 Kilobit Download. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen, wer mit WLAN jetzt immer zockt, so wie ich das ja immer gemacht habe. Also was, wirklich. Mit WLAN gezockt? Ja. Ja, aber konntest du nur livestreamen, what the fuck? Ja, puh, ging voll klar. Nee, war schon, ich geb's zu, es war nicht die schlauste Idee, aber das hat mir immer gereicht, weil am Anfang ging das und dann irgendwann hat's dann angefangen zu laggen. Und dann ging's los mit Papa Schrumpf. So, ja, so ungefähr kann man es beschreiben. Aber jetzt ist es ja besser. So, jetzt muss ich mal gucken, ist hier Lava drunter? Nein. Ist das Texture Pack anders geworden? Nein. Also ich habe jetzt auch inzwischen eins. Ja, ich auch. Ah, ich hatte es ja schon immer fast. Ja doch, ich hatte es schon immer. Ich hatte schon immer Shader drauf, finde ich voll gut. Ja, ich nehme meinen Brechner, packt das nicht. Ich muss auch mal überlegen, wo ich jetzt... Oh Gott. Lava, daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Scheiße. Ich habe noch genug, um den gesamten Stack von den Conduction Pipes zu machen. Alter, ohne Mist, wie mein GS einfach mal zerbombt ist, ey. Das sieht gar nicht. Wir hatten eigentlich diese riesen Festung da gebaut. Die habe ich in der letzten Folge entdeckt und ich weiß nicht, wer die gebaut hat. Tüber sein Haus. Der war das. Ei. Mhm. Bei dem habe ich nur selten vorbeigeschaut. Ich habe zwar ab und zu mal reingeguckt, aber da war er immer irgendwo unterwegs. Der hat in den letzten Folgen ein bisschen übertrieben. Ja. Naja. Also ich habe auch nicht so oft reingeschaut, weil dann kam immer die Erinnerung zurück, dass er mein Minecraft immer abkackt und so ein Scheiß. Das fand ich immer total behindert. Deswegen habe ich nur manchmal rüber geguckt, um so zu schauen, was passiert denn gerade. Aber das war dann doch, wenn man es selber mal erkunden kann, ist es dann doch ein bisschen flashender. Mhm. Zu dem bald, achso Tino, ich habe das übrigens gesehen, warum haben echt so wenig, nur wirklich wenige gespendet, sodass es nur noch für 30 Tage hält? Nein, insgesamt für 60 Tage, also mir fehlen, ich glaube, eine fehlt noch. Mal gucken. Also so ist, also ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin persönlich so der Typ, wenn ich wirklich was jetzt nicht kann, sage ich auch wenigstens Bescheid, zum Beispiel finanzielle Umstände. Wenn man zum Beispiel das Problem hat, soll man das ruhig sagen. Ich meine, wir können ja nicht sofort den aus dem Projekt schmeißen, ne? Ich meine, es ist ja auch, wie es meine, manchmal kann man für die Situation noch nicht, ne? Ja. Also ich weiß nicht, mal gucken, wer das war. Ich werde ihm das auch nicht übel nehmen. Ja, aber wenigstens die Eier in der Hose sagen und zu sagen, hier, ich war's. Ja, sorry. Mal sehen. So, hoffentlich, ja, das dürfte funktionieren. Dann die Mining Turtles setze ich jetzt. Und Leute, ihr seht schon, das sind richtig viele Laser. Also, ich sag so, das, was die anderen haben, ist ein Pups dagegen, ja. Das ist King. Kannst du ja gerne mal zu mir auf den Turm hochkommen. Ja, ich komme gleich. Ich tue jetzt nur noch die Mining Turtles ganz schnell hier mal platzieren, damit ich mal wieder ein bisschen Erze bekomme. Brauchst du übrigens mal ein Skript für die Teile, zum Beispiel zum Farmen oder so? Och, ich komme eigentlich mit den Standarddingern ganz gut zurecht. Weil wenn du zum Beispiel ein Haus bauen willst, musst du mir nur so einen Paintplan geben und dann kann ich dir zum Beispiel Boden und Wände machen. Musst du nur so sagen, wo was hinkommt. Jo, mal gucken. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen ans Farming gehen, bevor ich mein Haus noch erweitere. Ah, scheiße, jetzt habe ich natürlich eiskalt mal die Kohle. Ah, scheiße. Du bist auch immer so einer, der deutet den Tittenfick immer nur an und dann scheißt du eiskalt auf den Bauch. Ah, scheiße, dieses dumme Hochgerennen. Ich muss mir da mal was anderes überlegen. Wie war's mit Portalgang? Apropos Portalgang! Oh.
Ah, das haben doch schon fast alle, oder? Also es sind doch schon fast alle verbraucht. Ich weiß, aber das, was für das, was ich vorhabe, da habe ich viel Besseres vor. Ich meine, wenn die Folge draußen ist, kann ich ja schon sagen, ich habe nämlich vor, ans End zu gehen. Also kommt eh erst nächste Woche. So, wo haben wir denn noch Kohle? Ich weiß gar nicht. Achso, natürlich oben. Ich bin ein schlauer Mensch. Wo habe ich denn meine ganzen Erze? In diesen hübschen Kisten hier. Ein Stack sollte reichen, denke ich. So, dann noch. Natürlich, wenn ich jetzt natürlich mal einen Spawn und nicht will, das ist auch ganz geil. Obsidian. Puh. Guys, shut the fuck up. Enjoy the music. Wo tue ich den Obsidian rein? Meine Obsidian-Kiste. Angriff der Slimes. Mist, Diana, ey. Jones und Tage der Slimes. Achso, hier ist ja eine Cobblestone-Kiste. Alles klar, da kann ich die Cobbles reinhauen. Na komm, Obsidian behalte ich jetzt kurz drin. Passt schon. Oh. Ich habe übrigens jetzt bei der Playlist, die ich verwende, auch ein paar Lieder hinzugefügt. So, von Team Fortress zum Beispiel ist Musik dabei. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon... bevor das Minecraft abgekackt ist, gemacht? Ja, ich weiß nicht. Hast du. Ich weiß nicht mehr. Aber ich habe auch seitdem nochmal auf jeden Fall noch was dazu hinzugefügt, aber ich weiß gar nicht mehr welche. Also ich kann euch keine Namen sagen, es sind auch keine bekannten Lieder, die man kennt jetzt, sondern halt solche frei nutzbare. Kommt. Coole. Stimmt, hier hätte ich das abbauen können. Da hätte ich wieder genug gehabt. Naja. Ja, gib. Gib Wizardkopf. Boah. Dann haben wir hier ich jetzt. Ich brauche mindestens 9 Stück von den Viechern. So. Was nicht alles passiert ist seitdem, ne? Der Raffi hat ja inzwischen seinen 1000 Abonnenten geknackt und so. Ich muss mal wieder aufnehmen mit dem. Wir haben schon zu lange nichts mehr zusammen gemacht. So, dann haben wir hier eine zweite Mining Turtle. Ich denke, es gibt viel effektivere Wege zu minen, aber das will ich meinen. am Anfang lasse ich es erstmal ruhiger angehen, wie schon gesagt in der letzten Folge. Und mal sehen. Das wird sich alles noch ergeben, aber ich will ja nicht gleich morgen fertig sein. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz nicht, dass die Festplatte voll läuft. Ja, wer hat denn... Okay. Nein, ich habe noch viel Platz. Sehr schön. Sehr schön. Halt, warte, das muss aufbleiben. Brot. Nein, Brot will ich nicht. Und ab nach oben. Ach... So, was machen wir denn jetzt als nächstes, so als größeres Bauprojekt? Das Handelslager bauen. Sandlager bauen? Welches Sandlager? Ja, jetzt wo der Emo drauf ist, also ich habe nochmal geguckt, man kann maximal einen Stack reinpacken zum jeweiligen Preis und da habe ich gedacht, skaliere ich das jetzt alles runter auf den Stack? Da kommt ja auch genauso wie im Gefängnis nochmal ein Speedbild von einem Handelslager hin. Mach das am besten. Ich werd das wahrscheinlich dann so vollautomatisch machen. Aber das muss ich dann wahrscheinlich wirklich noch mit den altbewährten Pipes machen. Kupferkabel. Ich brauch noch mehr Kupferkabel. So, 30. Naja, das wird erstmal gehen, oder? Ja, erstmal ja. Da machen wir uns mal endlich ein Wizardkopf. So. 2. Immerhin 2. Einer von 9, fehlen nur noch 8. Oh, da bin ich schon wieder Level 18. Ach, ich habe kein Jetpack an. Ja, ich bin schon Level 24. Hä, Angeber. Zweiter Wizardkopf, jetzt geht's aber los. Angeber.
Low Voltage. Ach so. So, das ist normale, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ja hier keine Texturen drauf. Da muss ich mir vielleicht mal was einfallen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, da werden wir noch ein paar Solarpanels brauchen. Und wir sollten dann vielleicht, stimmt, in die Yu-Yu-Meta-Produktion einsteigen. Das war, ich glaube, mein nächstes großes Ziel. Wenn nicht, ist auch egal, denn das mache ich jetzt einfach. Damit fange ich jetzt an. Ich würde dir aber raten, wirklich dann nur dann was zu produzieren, wenn du es auch brauchst. Weil das ist zum Beispiel, ich bin meine Taktik, wenn ich produziere mal so, dass ich vielleicht eine halbe Eisenkisten voll habe. Wenn ich wirklich was dringend brauche und gerade nicht habe, dass ich mir da was daraus crafte. Aber ansonsten gehe ich immer noch in die Farm. Okay. Ich meine, hat man ja im Megaprojekt gesehen, ne? Wie dämlich die dann einfach sich eine Massenfabrik gebaut haben und dann das so zu Ende gegangen ist. Tja. Aber dafür sind ja wir da. Beast Tracker, einfach geil. Ja, wir führen das weiter. Ja, wir sehen besser aus, wir sind kreativ und. Und? Das letzte fällt mir nicht ein. Ja, also, ja. Und wir sind einfallslos. Und geistig hängen geblieben. Aber hübscher. Definitiv. Manch von uns. Zwei oder so. Naja, ist ja egal. Scheiß doch mal auf Euro-Projekt, guck doch Beast Factor, da geben sich die Leute auch inzwischen gut aus. Ja. So, hier haben wir noch Pipes. So, wo fange ich denn an mit Mass Fabricator und Co. KG? Wo fängst du da an? Puh. Also erstmal brauchst du einen Igneous Extruder. Ich würde dir empfehlen, mach dir am besten 6. Dann brauchst du... Du überschätzt mein Einkommen. Ja, ich meine nur, die sind relativ billig zu bauen. Oh, verstopft. Wenn du wirklich auch ein AE-System hast, also so mit automatisch reinziehen und so, dann packst du das am besten einfach ins Lager und stellst das auch automatisch in den Messfabrikator ein. So wird das ganze Zeug ins Lager gepumpt und gleichzeitig weitergeleitet direkt zu dem Mass Replicator. Also hier die Möglichkeiten mit dem Mod sind jetzt wirklich gigantisch. Zudem wird der Server jetzt auch durch das Lagersystem, also man kann es als Lager verwenden, aber man kann natürlich auch noch Kisten verwenden, so wie ich das eigentlich zu 50% geplant habe. Du planst alles durch, ne? Ich brauche auch viele Storage-Bus-Upgrades, also sozusagen, dass es da reingepackt wird, aber gleichzeitig auch halt im Lager gilt. So, der bleibt immer voll, das ist sehr schön. Wow. Lol, ich darf ja nicht mit der Ranch. Ah, nee, es ist so eine andere, alles klar. So, wir schaffen jetzt erstmal Lapis Lazuli weg und dann, ich mache mir mal den nächsten Plan, wie ich meine Mass Fabricator Fabrik sozusagen aufbauen will. Ich glaube, das werde ich dann noch ein Stockwerk tiefer verlegen da unten. Ich könnte dir halt sagen, wie du es machen kannst, ne? Aber bei mir ist das immer so, ich baue so sparsam mit dem Raum und so krank. Das ist wirklich abartig. Das ähnelt schon an perversen Baukunst. Ja. Nee, ich werde wahrscheinlich hier einen Keller noch tiefer, einmal noch tiefer gehen hier in den Keller. Und dort dann hier mit schönem Platz hier was hinbauen. Weil. Ne. Man kennt das Problem, man kommt dann nicht mehr durch und so, man sieht dann auch nicht mehr durch, vor allen Dingen ich bin dann Experte dafür, deshalb. Ich bin auch schon überlegen, ob ich mir vielleicht mal auch anfange mit den Tränken rumzuhantieren und einfach die Leute dann, ach nee, scheiße, man sieht ja die Blubberblasen. Okay, jetzt habe ich schon, jetzt 4 im Sinn, 5 dahin, nee, 5, 4, 5, 4, nee, warte, 4 dahin, 5 im Sinn. So, aber ich glaube, stimmt. Ich überlege mir mal offline irgendwas, wie ich das mache. Und so lange baue ich hier noch meine kleine Oase hier fertig. Da kann man Philipp besser bespannen. Und das ist, denke ich, erstmal eine gute Überbrückung, bis ich da meine Pläne gemacht habe. So machen wir das. Stand hier nicht mal. Nee, ach, scheiße, ich hab die Regel vergessen. Okay, ich mache einen kurzen Part. Bis gleich, Leute. Was hast du vergessen? Die Regel, niemals das Power zu verwenden, wenn du näher der Helden-Portal bist. Was? Achso. Egal. Ich brauche noch Erde. Stellst du mit Juju her? Zum Glück nicht übertrieben oder so? Nee.
So, hier ist noch Sticky Resin. Das können wir direkt mal extrahieren. So ist das hier alles durch. Ich extrahiere noch was ganz anderes. Das ist auch alles durch, ne? Ja, genau. Ich erinnere. Kannst dich bestimmt auch an deinen Link erinnern, ne? Mit dem Slendy, ne? Nee, kann ich nicht. Muss ich ehrlich sein. Das suche ich dir nachher mal raus, ey. Ich sag so, man weiß ja nur, dass man ein kleines Mädchen spielt und dass Slenderman Tentakel hat. Und ach so, das habe ich gesehen. Oh, ich sag so, I have seen enough, and to know what to do. Ey, brr. Das war ein sehr krankes Foto. Und ich möchte es meinen Zuschauern vorenthalten. Naja, genau genommen ist es noch nicht extrem. Es hat zwar eine sexuelle Andeutung, aber mehr ist es auch nicht. Gut. Jetzt wissen sie auch Bescheid wahrscheinlich. Ist das so, sie wird in den Arsch gebumst. So richtig schön schleimig so noch. So, warte, Sand brauche ich. Stimmt, das brauchte ich auch noch. Zudem, ich frage mich, was sucht ein kleines Kind in der... Was? Ich habe nur in der... Verstanden. Na, was sucht ein Mädchen bitte im Wald? Das in der Nacht. Naja, vielleicht wohnt die so am Wald und muss da nach Hause laufen und läuft deswegen in dieses abgesperrte Gebiet rein, was total sinnlos ist, wenn man es so sagt. Achso, und hier, was ist denn eigentlich mit diesen Whiz? Die gibt's gar nicht. Huhn, scheiße, wir haben keine Samen mit. Fuck. Damn. Ich hol mir dieses Huhn jetzt. Ist mir alles egal. Scheiße, Sonne geht unter. Das schaffen wir trotzdem noch. Nein! Ah. Die sind zum Großteil schon versiegelt. Das ist schön. Die haben echt genervt. Also wirklich, ich bin rausgegangen und 25 Wiss waren da. Ja, das ist so, sind auf jeden Fall genug da gewesen. Das waren solche Wisser. Nee, warte. Also ich wollte so in Anspielung auf dieses Wort mit W-I-C-H-S Anspielung nehmen, aber war wohl nix. Wichse. Nein. Mit E-R am Ende. Das sind ja die Bezeichnung eine Person, dieses Wort bezeichnet eine Person. Ja, er hat überfragt, ob er auch mit aufnehmen darf. Nee. Ich hasse ihn. Na klar. Wieso sollte er nicht mit aufnehmen dürfen? Wacht nur gerade, mussten dann nur hinzufügen. Scheiße, jetzt ist es dunkel. Aber das Huhn kriege ich, Alter. Das Huhn kriege ich. Chickas. Komm. Hühnchen. Ich hole dich in meinen Schlachthof. Fügst du ihn dann hinzu? Wer, du leitest doch die Konfi. Ah ja, stimmt. Warte, wo muss ich lang? Da lang. Alles klar. Ach. Hühnchen, komm, los. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir hier irgendwie reinkommen. So. Spannende Situation jetzt. Na komm. Ja. Wieso bin ich jetzt aus dem Spiel raus? So, komm schon, Hühnchen, Alter. Ich kick aber Tüber, wenn er wieder dieses Scheiß rausschnappt, ne? Ja, macht es. Das ist eine gute Idee. So, komm. Nein, ach, du dummes Huhn, Alter. Ach, du Kacke. Du bist einfach nur ein dummes Huhn. Stirb. Komm her, los. Ja, danke schön. Und jetzt hier, komm. Nein. Alter. Komm doch hier durch, bitte. Bitte. Geh einfach hier durch, bitte. Komm. Komm schon. Ja? Was will er denn? Huhn, komm. Ach komm, wir gehen außen rum hier. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiß Huhn. Ich hab mir mal überlegt, ob ich Philipps Haus in die Luft sprenge. Aber mir fällt gerade auf, dass ich nicht aufnehme. Ach, leck mich doch. Ma. Dazu Moment. Bedarf es einer weiteren ausführlichen Durchdachtheit, um Philipps Haus in die Luft zu sprengen. Aber das kriegen wir schon hin, ne? So, meine Freunde, willkommen zurück nach dem Absturz.
Weil jetzt wird alles zerlegt. Halt, Hühnchen, komm mit, komm mit, komm. Nein, nein, komm schon, lauf weiter, bitte, bitte, ich hab, es tut mir leid. Bitte, lauf, nein, nicht wegdrehen von mir. Hier bin ich. Soll ich töten? Nein, 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 nein. Also, das ist ja immer noch. Oh, ey, ohne Scheiß, ne, ich will so gerne mal einfach so meine Railgun einfach ausprobieren. Was hast du eigentlich für eine Rüstung? Keine. Also, ich habe eine Eisenhose. Also, ich sag mal so, wenn ich dich mit meiner Railgun treffen würde, wärst du tot. So. Huhn, herzlich willkommen im Hühnchenparadies. Ich hoffe, es gefällt dir. Und tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich endlich ein Hühnchen. Geiler Scheiß. Es geht gut los. Ich hatte ewig kein Hühnchen mehr. Und ja, das eine ist schon keine abhanden gekommen. Das fand ich richtig scheiße. Dass das eine Huhn gestorben ist damals. Vielleicht haben wir uns nicht genug darum gekümmert. Was ist es eigentlich mit dem Tuber? War nix, oder was? Geht nicht ran. Kann ich mit aufnehmen? Ja, und dann kommt er nicht, weißt du? So ein Arschloch. Naja, er täuscht ihm den Tittenfick nur vor und scheißt den eiskalt auf den Bauch. Aber. Auf ein solches Niveau lassen wir uns auf unserem Kanal nicht hinab. Der Philipp hat's aber gegönnt. Ja, ja, das stimmt. Da, na gut. So, jetzt haben wir. Ah, jetzt haben wir wieder relativ. Okay, sobald ich sage, haben wir natürlich wieder weniger Frames. Sehr schön. Ah, so, Solarpanels müssen wir erstmal machen. Erstmal stabile. Achso, ich wollte ja Sand holen. Aber dann ist Nacht geworden. Naja. Dann gehen wir aber wieder runter. Obwohl, nee, halt. Ja, hallo. Ja, Tuber, es hat jetzt aber eine ganze Weile gedauert, ne? Ja. Ja, ne? Ich hab mir was zu trinken. Ja, erst fragen und dann nicht rangehen, ey. Ja, ja. So einer ist er nämlich. Der Arsch. Ja. So, an der Stelle beende ich erstmal diese Folge und dann die nächste Folge. Dann weiter Minecraft. Also bis übermorgen um 16:30 Uhr. Tschüss! Es leckt gerade hier ein bisschen hart.